Muss aufpassen. Irgendwo kommt gleich wieder so ein Haverer daher. Aber sonst, ich bin gespannt. Ich lasse mich auf alles ein. Ich bin aber auch vielleicht dann wieder süchtig. Ein bisschen Marvel Midnight Suns bin ich auch schon relativ weit. Ah, ich rechne noch zweimal streamen. Ich rechne noch zweimal streamen. Weil, oder ist die letzte Mission in Teil 7 so kurz? Weil, kommt drauf an, also wenn die kurz ist, dann schaut es wieder ganz, ganz anders aus. Aber ich rechne nicht damit, dass die gerade wirklich klein ausfallen wird. Ich glaube, die wird schon Größe haben. Schon eine gescheite Größe. Also eher so wie alle anderen Missionen ungefähr. So Daumen Pi zwischen 1 bis 2 Stunden. Kommt drauf an, wie es dich tust. Vielleicht sogar 3. Aber ich glaube eher so maximal 2. Kommt eher drauf an, wie der Gegner sein wird. Der Gegner wird uns eher ficken. Der Boss. Hoffe ich mal jedenfalls zumindest. Dass der mal wieder ein bisschen knackiger wird. Okay, das ist gleich nur 1 gegen 1 oder wie? Die letzte Mission. Oh, das muss ich aber... Ich glaube, das habe ich sogar einmal schon erwähnt gehabt. Die letzte Mission habe ich mir schon gedacht gehabt, dass es nur ein 1 gegen 1 sein wird. Mich hätte es aber auch gefeiert. Okay, da komme ich dann schon wieder... Na, wart. Wir haben leider erst 12 von den Dingern. Ah, das Viech. Macht mir Angst. Ah, jetzt haben wir wenigstens so 14. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Iggy. Gefährliche Nummer. Ganz, ganz gefährlich. Gib ihm. Schön. Ja, sehr gut. Oh, tob dich aus, mein Freund. Tob dich aus. Mach alles, was du willst. Und tschüss. Weg wie nix. So kehrt sich's. Er muss stirbeln. Er muss stirbeln, ob du nicht doch vielleicht wieder irgendwo an vergessen ob. Irgendeine Flagge. Ja, sind ja noch mehr als genug Flaggen hier am Start. Ah, sehr gut. Ist wirklich nur das? Na, anscheinend. Ah, ich freue mich schon. Alter, dann habe ich wirklich mal das allererste Mal ein Souls-like-Game durchgespielt. Ha, Alter. Das ist für mich eine Ehre. Das ist wahr. Wow. Das ist etwas, was ich... Was, für mich ist das halt irgendwie so unvorstellbar, dass ich wirklich mal sage, herrst, yo, ich habe einmal ein Souls-like-Game durchgespielt. Das ist eigentlich für mich der Wahnsinn, Alter. Habe ich noch nie. The Search 2, auch nie so wirklich weit kommen. Muss ich aber sagen, da liegt es aber auch ehrlich gesagt daran, dass ich meiner Meinung nach The Search 1 besser fand als wie 2er. Du hast irgendwie mehr von diesen Waffenvielfalt gehabt, also dass dich ein bisschen mehr austoben können. Ich finde, da war das so richtig geil, dass sogar die Waffen jeweils eine eigene Stufe gehabt haben. Und da hast du dich dann noch zusätzlich wieder austoben können. Und das hat mir wieder so gut gefallen, dass du noch separat mit deinem Stab leveln konntest und das und das und das. Und das fehlt mir wieder in Teil 2. Und das hat mir vielleicht sogar ein bisschen sogar Teil 2 dann in dem Fall ruiniert. Es war schon viel Stuff dabei, muss ich schon sagen. Achso, dann war ich nicht weit genug. Gab es dann nicht die Dings? Waffenstufe und alles drum und dran. Weil du hast doch zusätzlich, bilde ich mein, du hast ja quasi noch gehabt dein... Na? Deine Waffe, die was du dann in den jeweiligen Rang und so alles drum und dran, glaube ich, gehabt hast. Boah, könnte ich da leider nicht sagen. Und bei Teil 1 hast du zufällig noch die Waffe aufwerten können oder eine bessere nehmen können und noch zusätzlich diese Klasse als Waffe hast du auch noch steigen können. Das fand ich so mega.
glaube dann. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich war aber schon relativ weit. Ich war schon weit. Also, weit für meine Verhältnisse. Also, für meine Verhältnisse war ich schon relativ weit, aber ja. Vielleicht muss ich es aber auch wieder spielen oder irgendwas, keine Ahnung. Oder man sagt halt einfach mal, na, oder bei The Search 1 bin ich sogar am allerersten richtigen Boss gescheitert, glaube ich. Beim 1er Teil, weil da hast du ja urviel herumgehen können, bis du mal auf einen Gegner, also auf einen Boss-Gegner triffst. War das ja Wahnsinn, weil du hast dich ja uraustoben können. Und dann, den habe ich überhaupt nicht erblosen, den Haverer. Den habe ich überhaupt nicht erblosen. Ja, ich hätte gesagt, probieren wir es. Ich hoffe, dass ich wenigstens ungefähr ein paar Punkte wieder zurückkriege. Jetzt sind wir eh auch zu dritt. Soll passen. Soll klappen, sollten wir jetzt schaffen. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht, dass das so ein Wichser ist. Schon wieder knapp. Ah, unnötig. Ich denke die ganze Zeit viel zu sehr an meine Punkte. Ich denke die ganze Zeit viel zu sehr an die Punkte. Er liegt die ganze Zeit am Boden, super. Kann mir nicht mehr helfen. Na, fix nicht, ich hab schon Elden Ring gezockt gehabt. Nee. Elden Ring fix nicht. Ja, 100 Stunden Content, scheiß auf 100 Stunden. Nee. Das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Ich bin bei dem gescheitert, bei der Brücke. Den habe ich nicht gekriegt. Den habe ich einfach nicht gekriegt. Den Haverer. Den auf der Brücke, das war so ein Krampf. Das war so ein Bastard. Das war so ein Bastard. Ich bin wenigstens eher am Heilen. Hihi, muss mir wenigstens heilen. Aha. Ja, komm her, Bulli. So, so ist gut. Haha, wichtig. Wichtiger Angriff. Ganz, ganz wichtiger Angriff. Der ist ja schon wieder gefickt. Digga. Digga, für was heile ich dich denn überhaupt? Bist eh für nichts zu gebrauchen. Ah, das war... Normalerweise hätte ich das ausweichen müssen. Okay. So ein... Normalerweise so ein einfacher Gegner. Den haben wir schon so oft besiegt gehabt. So wie's. Wenigstens da austauscht gehabt in dem Bereich. Nein, mein Freund. Nee. Jetzt mit ein bisschen Feuer unterm Hintern. Noch zusätzlich. Nicht gierig werden. Bloß nicht gierig werden. Es steht viele Punkte auf dem Spiel. Sehr, sehr viele Punkte auf dem Spiel. Sei jetzt bloß nicht deppert. Sei jetzt nicht deppert. Konzentrier dich. Ja, das wäre jetzt wichtig. Das wäre jetzt ein ganz, ganz wichtiger Angriff. Ich habe leider nicht mal ansatzweise meine Punkte wieder zurückkriegt. Nur 75.000. Fuck! Ah, Schmutz. Aber ja, Elden Ring. Nee, habe ich schon probiert. muss aber sagen, Elden Ring ist ganz nett.
mehr ist es für mich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, mir gibt irgendwie so ein Nio oder so ein Wolong. Weiß nicht, das gibt mir irgendwie mehr. Es hat was. Aber ich kann es nicht wirklich gescheit beschreiben, warum ich sowas zum Beispiel geiler finde. Aber ich finde halt einfach so diese Welt und alles drum und dran irgendwie einfach viel interessanter und viel geiler mit diesen ganzen Geistern und alles drum und dran. Und für mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen einfacher in der Hinsicht, dass ich habe das, das, das und das und mehr brauche ich nicht. Und ich finde aber bei Elden Ring, da machen sie es ab und zu ein bisschen so gefühlt so ein bisschen unnötig kompliziert, weil dann brauche ich das, dann soll ich das suchen für das und das und das und das. Ich finde, ab und zu machen sie es so teilweise so dermaßen unnötig kompliziert, manche Sachen, dass ich mir so denke, so, Alter, da brauche ich gefühlt, oder ein Lexikon nur für Elden Ring oder ein Lösungsbuch nur für Elden Ring, wo ich weiß, oder dass ich ein besseres Schwert daher kriege oder das oder das. Ist ja auch geil, ist ja auch zwar faszinierend und alles drum und dran. Aber ich habe immer so das Gefühl, gerade bei Elden Ring, dass ich für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit immer nur stehen bleibe mit meiner Entwicklung des Charakters. Ich bleibe immer stehen. Ich tue mich nicht wirklich weiterentwickeln mit dem Charakter. Sondern ich bleibe immer irgendwie stehen. Es ist eher so ein... Es fühlt sich nicht so an wie bei Nioh oder bei Wolong, so, boah, geil, jetzt bin ich definitiv stärker geworden, jetzt kann ich es mal aufnehmen mit dem oder mit dem oder mit dem. Und ich muss mich halt nur ein bisschen besser anstellen, damit ich gegen ihn leichter ankomme. Es ist, aber das habe ich schon bei allen Dark Souls und Sekiro, gerade bei Sekiro merkt man es extrem. Da musst du sogar die Bosskämpfe besiegt haben. Oder beziehungsweise die Mini-Bosse oder allgemein Bosse. Weil sonst kannst du scheißen gehen in dem Game. Wenn du das, gerade dieses Ausweichen und dieses Block nicht inne hast, kannst du sowieso extrem scheißen gehen in dem Game. Aber dennoch. Mir gibt es irgendwie nicht das, was ich so gern hätte. Was ich in so vielen anderen Spielen habe. Ich muss jetzt nur mal kurz schauen gehen. Passt. Ja, gehen wir weiter. Wie ich jetzt gesagt habe, gehen wir weiter. Ja, noch 3 Flaggen. Bin gespannt. Ich rechne damit, dass oben irgendwo was mal wieder am Start ist. Mindestens eine. Und entweder so links, so wieder in der Hitten und dann in der nächsten Hitten wird es dann so weitergehen. Irgendwas in der Richtung. Bin gespannt, was man wieder da für ein Gegner dann wieder am Start ist. Sieht, dass ich da wieder nichts finde. Ich schau lieber jetzt schon. Wie verdächtig. Ich glaube, da sind wir dann schon beim Boss. Habe ich so das Gefühl. Aufpassen, Haverer. Ab und zu ein bisschen unberechenbar. Ja, der hat ja gar nichts gemacht. Der hat ja wirklich gar nichts gemacht. Aber vielleicht muss ich mich wirklich mal ein bisschen wieder mehr einfuchsen. Aber ich hätte mal gesagt gehabt, nach dem Game habe ich auch extrem Bock auf auch von den gleichen Entwicklern. Strangers of Paradise Final Fantasy. Ist eigentlich im Prinzip fast gleich, hat nur ein paar Abweichungen und halt natürlich mit dem Namen Final Fantasy am Start. Muss ich sagen, habe ich schon einmal damals gespielt gehabt zum Start. Bin definitiv auch ein Fan davon und würde ich dann einmal wieder ins Game reingehen. Mal schauen, wie sich das Spiel auch so ein bisschen weiterentwickelt hat, beziehungsweise ob mir das Spiel gerade jetzt nach Wolong sogar noch besser gefallen könnte. Es ist zwar halt nicht so agil und alles drum und dran, aber du, wird sicher so nur das ein oder andere geben. Sicher so geil sein könnte. Okay.
Okay, eine Hauptflagge noch verpasst, oder wie? Oder muss ja nicht heißen, dass da vielleicht der Bosskampf ist. Wie ich jetzt einmal nur gesagt habe, muss jetzt noch nichts heißen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aha, Lieferungen. Ja, voll, wenn wir mit dem Haverer fertig sind. voll. Sehr gut. Schmeckt. Dann zeig einmal her. Der ist einmal fertig. Der ist jetzt auch fertig. Der kriegt gleich mal wieder. Ja, dann kriegst gleich du. Passt. Dich nehme ich mal da gleich mit. Und den nächsten Haverer nehmen wir sie da gleich mit. Komm her, der Chefe. Oh, liefern. Ah, da kommt wieder was saftig-knaftiges zustande. Passt. Und du kommst da gleich mit. Wie schauen wir aus? Was haben wir denn so Gutes gekriegt? Wilder Sandsturm, Meteorhieb, Schaden an Gegner mit Kälte, donnernder Räuber, okay. Maximale Munition, Munition. Boah, wenn ich das schon sehe, Alter, Munition, oder? Das Scheißen geht bei mir. Haverer Munition kommst bei mir nicht weit. Blocken durch besiegte Gegner, Stärkung nach Blocken, Speerschaden. Wenn ich der Freund des Speeres wäre, würde es gleich wieder was ganz anderes sein. Okay, eine Flagge hätte man anscheinend schon wieder verpasst. Scheiße. Einfach nur Scheiße. You truly believe to have me quartered. Ich frage mich aber nur wo. How mistaken you are. Oi, ja, gönn dir. Ich hab gehört gehabt, die wirken besser, wenn sie sie in den Arsch einschiebst. Ja, bitte, nee, komm mir nicht schon wieder mit dem Scheiß. Komm mir ja nicht schon wieder mit dem Scheiß. Ist ja einfach. Komm mir jetzt bloß nicht mit dem Scheiß. Ja, genau. Digga, komm jetzt bloß nicht mit dem Scheiß. Aber war mal wieder eh klar, so ein großer Gegner. Klassisch. Ich habe ja schon doch gehabt, dass er wo so meine Leid. Der wirkt irgendwie wie so ein Ninja-Turtle oder so, keine Ahnung. Mit seiner fetten Panzerung da. Turtok auf Fisch bestellt. Yippie! Dauermäßig bin ich komplett am Arsch. Ich weiß nicht wieso. Interessant. Was macht denn der für deppige Fähigkeiten? Okay, das war mal wieder aufgelegt, da. Weil ich jetzt einmal gesagt habe, dass der scheiß Fähigkeiten macht. Da krieg ich mal einen in die Fressen von ihm, super. Gefällt mir. Schaut denn das eigentlich so aus, wenn ich da jetzt mal ein bisschen ein Feuer unterm Hinter mache. Ich wollte gerade sagen, so böse der Schnur, Alter. Okay. Ja. Okay. Hat sich mal wieder erledigt. Hat sich mal safe mal wieder erledigt. Wow, Alter. Das war ja gar nichts. My father was highly respected for his official rank. I too held him in great regard. Yet he willingly set me off as an adopted son, severing the bond between father and son. After spending time with Amon, my
my trust in the bond between people was somewhat restored. However, when those who I considered friends left me as I stood before my capital in flames, my fragile notions of those bonds were shattered. All that I could cling to was the power I drew from the crimson glow. In the end, even that was not sufficient to lead me to victory. Enttäuschend gerade. Ja, für dich war es sowieso enttäuschend, weil du glaubt gehabt hast, dass ich einen in die Fresse krieg. Safe! Der hat schon Wort drauf, so, ja, ich krieg einen in die Fresse! Er hat ja nur Wort drauf, der Hund. I suppose I ought to. Thank you. You're late, Aman. Finish your conquest without delay, and prove that bonds truly do have value. Benchu, in death you will be a star. So watch over me to the very last. Ach so. Ich war eher dachte, du bist ein bisschen enttäuscht, dass er mich nicht fickt. Das wäre geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Aber den Zehnt hätte sich schon gefreut, wenn er mich mal angeguckt hätte. Ein bisschen wenigstens zumindest. Er war mal wieder enttäuschend. Ha ha!